Was wichtig ist, was wichtig wird, der Politik-Podcast aus Klarental. Hallo und willkommen beim Klarentaler Politik-Podcast. Wir melden uns heute aus einem ganz bestimmten Anlass, und zwar wäre am 9. Mai Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Sophie Scholl ist eine Ikone des Widerstands gegen die Nationalsozialisten. Sie wurde im Alter von 21 Jahren von den Nazis hingerichtet, gemeinsam mit ihrem Bruder Hans und einem weiteren Aktivisten. Aber ihr Name ist immer noch sehr bekannt und sie könnte als Vorbild dienen. Leider wird sie heute unbegreiflicherweise von Querdenkern und Rechtspopulisten missbraucht, was ganz fürchterlich ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man über sie und ihr Leben und ihre Anliegen informiert. Das passiert in Klarental, wo auch zwei Schulen, eine Straße nach ihr benannt sind. Der Fitmacher-Club, die Grundschulkinderbetreuung des Volksbildungswerks, hat in den Osterferien eine tolle und kreative Ferienaktion unter Leitung von Martin Ergetzinger gemacht, mit der sich die Kinder an einem Wettbewerb beteiligt haben. Aber das ist eigentlich gar nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass die Kinder dabei auch etwas über die Namenspatronin ihrer Schule gelernt haben. Heute erzählen uns die Kinder, der pädagogische Leiter Martin Ergetzinger und Stefan Knab, Leiter des Volksbildungswerks, von dieser Aktion und von Sophie Scholl. Wir brauchen gerade heute immer mehr Menschen mit Haltung. Die Demokratie ist in Gefahr. Das sagt man so einfach. Aber was sagt uns ein Stadtteil, in dem nicht mal mehr ein Drittel der Menschen zur demokratischen Wahl geht? Und was geben uns die Straßenzüge auf, in denen ein Drittel der Wähler antidemokratisch gewählt hat? Sophie und Hans waren Geschwister. Sie haben gegen die Nazis, sie waren dagegen, dass die Menschen töten, und haben die Weiße Rose gegründet. Darüber gibt es jetzt auch eine Schule, also zwei Schulen, Sophie und Hans Scholl-Schule und die Geschwister-Scholl-Schule. Und die wollten verhindern, dass alle Leute getötet werden. Sophie Scholl war eine gute Frau und sie wollte, dass die anderen leben, was sie wollen. Nicht, dass sie sagen, du machst jetzt das oder das. Sie wollte, dass die anderen machen können, was die wollen. Und danach ist sie leider gestorben. Aber das ist sehr traurig. Aber wir glauben immer noch, dass sie uns rettet. Sie war gut. Sie hat immer gekämpft. Für uns, für sie. Und das war's. Sophie Scholl war eine gute Frau. Sie hat gekämpft, damit die anderen Leute leben können und damit die anderen Leute Freiheit haben. Und damit die anderen das leben können, was sie wollen. Und damit nicht die anderen bestimmen, was die anderen machen sollen. Sophie Scholl war ein sehr berühmter Mensch. Sie hat Menschen, also sich geopfert für Menschen. Sie wurde getötet. Sie hat eine Bedeutung an unserer Schule. Weil unsere Schule heißt Geschwister Scholl und sie heißt Sophie Scholl. Und ihr Bruder Hans hat auch mitgeholfen. Mein Name ist Martin Ergetzinger. Ich bin pädagogischer Leiter im Fitmacher-Club an der Geschwister Scholl-Schule, die sich in der Geschwister-Scholl-Straße befindet, hier in Klarental. Von daher hat der Name Sophie Scholl für uns sowieso eine große Bedeutung, aber dieses Jahr natürlich nochmal speziell, da ihr 100. Geburtstag wäre. Freiheit, 100 Steine für Sophie Scholl. Die Idee dieser Kunstaktion entstand zum einen durch ein Ausstellungsprojekt, wo wir als Fitmacher-Club dran teilnehmen in Ingelheim, in Kooperation mit dem Weiterbildungszentrum Ingelheim, aber auch im Verein, im Volksbildungswerk, weil das Thema Demokratieprozesse, Demokratisierung und Kinderbeteiligung bei uns hier im Fitmacher-Club grundsätzlich auch Thema ist. Die Kinder haben sich zum Teil selber Motive überlegt für die Steine, und eine Vorlage war von meiner Seite aus, dass die weiße Rose auf schwarze Steine gemalt wurde, weil die weiße Rose ja die Organisation von Sophie Scholl und von ihrem Bruder war, um gegen die Nationalsozialisten zu kämpfen. Das war zum einen auf den Steinen das Motiv, und dann am Ende auf der Collage noch mit 9 Rosen verziert,
weiße Rosen, 9 wegen der Zahl 9, 9. Mai, Geburtstag Sophie Scholl. Und weiße Rosen gelten zum einen als Trauersymbol und dann aber auch zum Geburtstag für Sophie Scholl. Die Steine, die haben wir angemalt, die meisten haben weiße Rosen drauf gemalt. Das ist ein Zeichen für Sophie Scholl, für unsere Ausstellung. Mir ist das Thema Demokratisierung sehr, sehr wichtig, hier auch an der Grundschule mit den Kindern dieses Thema aufzuarbeiten, zu besprechen, da Demokratie kein Selbstverständnis ist, sondern immer wieder hart erkämpft wurde und hart verteidigt wurde, was natürlich am Schicksal von Sophie Scholl sehr, sehr anschaulich zu erklären ist und was natürlich sehr, sehr bewegend ist und war. Gerade auch, wenn man das mit den Kindern aufarbeitet und ihre Reaktionen dann sieht. Sowohl im Betreuungsalltag als auch dieses Mal in Ferienprogrammen. Wir beteiligen die Kinder im normalen Betreuungsalltag sowieso immer wieder und befragen die Kinder, was ihre Wünsche sind. Und bei diesem Thema Sophie Scholl und ihre Geschichte, die weiße Rose, wurde das ganze Thema in den Ferien behandelt, aufgearbeitet, mit den Kindern besprochen, das Schicksal von Sophie Scholl. Und es gab sehr eindringliche und bewegende Momente mit den Kindern, die auch sehr erschüttert waren, von dem Schicksal zu hören. Und so entstand zum einen die Steinebemalerei und daraus dann die Collage Freiheit, die aus den einzelnen bemalten Steinen entstanden sind. Die Aktion ist prima gelungen. Vielleicht gewinnen die Kinder mit ihrem Kunstwerk ja sogar einen Preis. Das Kunstwerk kann man sich übrigens auf der Facebook-Seite des Volksbildungswerks auch im Bild angucken, wenn man ein bisschen zurückscrollt. Aber das ist, wie schon gesagt, nicht mal die Hauptsache. Das Wichtigste ist der Lerneffekt und der scheint auch eingetreten zu sein. Darüber freut sich nicht nur Martin Ergezinger und sein Team, sondern auch Stefan Knaap. Was wir als Volksbildungswerk tun können, man muss nicht nur dagegen sein, man muss etwas tun. Das hat auch Sophie Scholl gesagt. Ich hoffe, dass spürbar wird, dass wir vom Volksbildungswerk mit sehr, sehr engagierten Menschen unermüdlich für Miteinander, Zivilcourage und Demokratie eintreten. Es wird aber spürbar schwerer. Der Frust der Leute ist auch häufig zu verstehen, vor allem dann, wenn Armut und zu wenig Bildung im Spiel sind. Ich bin ganz angetan von der kreativen Aktion des Fitmacher Clubs. Freiheit, schrieb auch Sophie Scholl auf die Rückseite ihrer Anklageschrift. Und Freiheit haben nun die Kinder aus Klarental als Bild aus vielen kleinen, mit weißen Rosen bemalten Kieselsteinchen gelegt. Das ist ein tolles Bild, das einfach zeigt, dass man nur zusammen etwas erreichen kann. Sophie und Hans waren tolle Menschen. Diskutieren Sie mit, bleiben Sie dran. Beim nächsten Politik-Podcast des Volksbildungswerks Klarental.